Mein Name ist Christine Langer. Ich lese zwei selbstgeschriebene Gedichte im Rahmen der Tour de Brai. Das erste Gedicht ist ein Frühlingsgedicht und hat den Titel Frühjahr. Ein Hauch von Blumenduft, der weht langsam heran. Wie Seide ist die Luft. Der Frühling, der fängt an. Es riecht nach frischem Gras. Die Erde, sie ist warm. Von Süden fliegt herbei der erste Schwalbenschwarm. Die Tiere paaren sich, verjüngt sich die Natur. Die Bienen summen schon im Felde, Wald und Flur. Es tönt des Kuckucksruf. Der lädt mich heute ein, zu spüren auf meiner Haut den warmen Sonnenschein. Das erste Frühlingslied, es dringt aus meiner Kehl, erfüllt voll Freude mir das Herz und meine Seele. Das Herz ist mir so leicht, ich fühle mich so jung, genieß den schönen Tag, das bringt mir Kraft und Schwung. Ich zieh den Mantel aus, braun wird bald mein Gesicht, wenn ich im Garten sitz vom warmen Sonnenlicht. Ja, es ist eine Lust, auf dieser Erd zu sein. Ich fange mit dem Gedicht ein Stückchen Frühling ein. Das zweite Gedicht ist ein Liebesgedicht. Dieses Liebesgedicht wurde zur Hochzeit gelesen. Meine Hochzeit fand am 18. Mai 2007 statt. Das habe ich aber nicht für meinen Mann geschrieben. Und es hat den Titel Nur du. Ach, würdest du mich lieben, was immer ich auch tue, hieß es in deinem Herzen ab heute nur noch du. Ich möchte in deinem Denken die Königin nur sein. Grab dich in meine Seele und in mein Herz hinein. Ich möchte dich, Liebster, spüren in diesem Augenblick. Komm zärtlich mich berühren, denn du bist mein Glück.